Herr Wischthoff. Schön. Ja. Einen schönen guten Abend auch von mir. Ich sehe hier in erwartungsfrohe Gesichter natürlich Millionen von Zuhörern an den Radioschirmen, vor den Computerbildschirmen. Der Titel verspricht auch einiges, aber als erstes, ich muss Sie erstmal enttäuschen. Ganz einfach, instrumentierte Implantate, das geht in diesem Fall nicht um Musik. Ja? Und es geht auch nicht um die Implantate, die dem einen oder anderen in den Sinn kommen oder ins Auge fallen. Nein, es geht heute nicht um elegante, schwarz gekleidete Männer auf der linken Seite hier. Es geht auch nicht um elegante, schwarz gekleidete Damen hier auf der rechten Seite. Nein, wir haben es schon gehört, ist schon angeklungen. Es geht vielleicht eher um die hier oder sogar um die hier. Das ist die Generation, die auch damals schon wissbegierig vom Radiogerät saß und hörte, wie Eduard Zimmermann gesagt hat, Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, hat den Ball verloren, diesmal gegen Schäfer. Schäfer hat eingeflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste reinschießen. Reinschießt, Tor! Ja, so war es damals. Doch, lang ist es her, wir werden alle immer älter. Das ist eine Bevölkerungspyramide, doch mittlerweile ist sie von wulstiger Gestalt. Und diese Ausbuchtungen gehen anders als natürliche Ausbuchtungen, die mit der Zeit nach unten gehen, mit der Zeit nach oben. Wir werden halt alle immer älter. Das hier unten, das wird immer schmaler, ist eine andere Geschichte. Das hat halt zu tun, Bienchen, Blümchen, die alte Geschichte, süßen Babys, die süßen Babys. Nun gut. Und wir Ingenieure, wir sagen dann, okay, wenn wir älter werden, das ist wie mit dem alten Auto. Die wenigsten kommen in ein so hohes Alter, in einen so guten Zustand. Verschleiß, Unfall, Abwrackprämie, all das droht als Gefahr. Beim Mensch ist es nicht anders, die Abwrackprämie fehlt, aber auch die hier kommen die wenigsten in ein so hohes Alter, trotz mangelnder Pflege, und funktionieren auch so gut in dem Alter. Und wir müssen dann auch sagen, die typische Kniepatientin, ja, Implantate, die sieht halt so nicht aus. Da gibt es zwei einfache Gründe. Einen habe ich schon anklingen lassen. Das natürliche Gelenk ist so genial konstruiert, hält 60 bis 80 Jahre. Und das, was wir mit unseren profanen Fähigkeiten bisher machen, hält gerade mal 20 bis 30 Jahre. Und daran wollen wir arbeiten, das wollen wir verbessern. Und das machen wir. Und wir machen das wie mit Exhibit. Ja, die Älteren kennen ihn nicht, deswegen erkläre ich es kurz. Exhibit nimmt total alte, klapprige Rostlauben und macht daraus exklusive Schlitten. Und wir machen das nicht anders. Wir nehmen langweilige, graue Standardimplantate und mit Pimp My Implant machen wir daraus exklusive Superimplantate. Dementsprechend sieht mein Chef nicht so aus, sondern so. Und um ihn rum, Professor Bergmann, hat er geschart die Koryphäen des Implantat-Pimpings. Da sind Jörn The Wire und Mr. Slowhand Fred für die Elektronik. Dann haben wir Iron Mike für die mechanischen Sachen, der dreht uns, fräst uns alles. Und dann haben wir Alvina The Brain, die schreibt uns Programme nur für uns, die wunderbar funktionieren. Und dann haben wir einen Ingenieur für jedes Implantat, Phil The Hip, Philipp für die Hüfte, ganz passenderweise. Tony The Spine, dann natürlich Her Royal Knienis Ines fürs Knie zuständig. Und der junge Mann hier, der steht heute hier vor Ihnen und erklärt Ihnen was. Gut, und was bauen wir da rein? Achso, wir sind nicht zusammen West Coast Customs, das ist die Gang von Exhibit. Wir sind natürlich zusammen Charité Custom Implants. Yo. So, was bauen wir da rein? Ein Computerchip, das gehört heutzutage natürlich dazu. Dann eine induktive Powerversorgung. Das ist sozusagen der Amplifier für die Älteren, der Verstärker in dieser ganzen Sache. Und dann haben wir eine Antenne, mit der können wir unsere Messwerte aus dem Patienten, aus dem lebenden Patienten, nach draußen senden. So, was messen wir? Wir messen Kräfte und Belastung. Und ich sage immer, Belastung, das ist so ein schwammiger Begriff, der ist so schwer zu erklären, ist fast wie Intelligenz. Ja, schwer zu messen. Und wenn ich eine Umfrage mache, ich meint auch jeder eigentlich genug davon zu haben. Also weg davon. Gehen wir zu Kräften. Ja, wissenschaftliche Recherche heutzutage, natürlich Google, Suchmaschine, wie man das heute macht. Tippt man ein, Kraft bei Google, erstes Ergebnis, das hier. Naja, nicht das, was wir wollen. Zweites Ergebnis, das hier. Auch das nicht, was wir wollen. Also wir müssen tiefer einsteigen in die wissenschaftliche Materie. Was machen wir? Wikipedia. Viel mehr Text, viel wissenschaftlicher natürlich. Und da steht auch, was eine Kraft ist und wie man die misst. Und irgendwo steht da, das macht man, indem man etwas beschleunigt oder verformt. Gut, beschleunigen. Ich habe hier mal ein Objekt mitgebracht. Daran können wir das mal ausprobieren. Da kann man eine Kraft ausüben. Ja. Und jetzt wollte ich da oben... Ah, oh, Entschuldigung. Ich wollte echt da oben hintreffen, sorry. Also, man kann den halt beschleunigen und dann kann man gucken, wie weit oder halt nicht der Ball geflogen ist und daraus schließen auf die Kraft, die gewirkt hat. Das kann man auch hier sehen. Wiederum für die Älteren was, die werden sich daran erinnern, den jungen Mann, Michael Ballack heißt er. Er nimmt ein ähnliches Objekt und auch hier beschleunigt er es ganz hervorragend. Zack! Wir haben ein hervorragendes Messergebnis. Die Geschwindigkeit des Balles ist 122 km/h. Deutschland hat 1, Österreich hat 0 Tore. Und was schließen wir daraus? Deutschland hat mehr Kraft als Österreich. Wunderbar. Ja?
Aber Wissenschaft lebt auch von Wiederholbarkeit, Reliabilität. Das heißt, man muss so Experimente wiederholen. Deutschland hat natürlich mehr Kraft als Portugal, keine Frage. Manche Messungen sind wie eine Naturkonstante, stehen sie festgemauert in der wissenschaftlichen Welt. Mehr Kraft als Holland, keine Frage. Aber zurück zu den Implantaten. Da hatte ich eine super Idee. Ich habe zu meinem Chef gesagt, Chef, pass auf, wir machen das so. Wir nehmen den Patienten, dann nehmen wir die Hightech-Prothese, machen da einen Beschleunigungssensor rein, das Ganze in den Patienten und dann beschleunigen wir den. Hat er gesagt, nee, mach ich mal nicht. Und mein Meister, er sprach zu mir. Nein, der Meister sieht ja jetzt so aus. Nein, ich hatte ja gesagt, mein Meister sieht ja so aus. Er sagte zu mir, viel zu lernen, du hast junger Yeti. Junger Wissenschaftler sagte ja, okay, aber... Er meinte, es gibt die Macht. Unter anderem gibt es die Macht des Gesetzes. Und ich sagte zu ihm, hey Chef, alter 68er, willst du mir was erzählen von Gesetz? Komm. Dann sagt er, nein, es gibt auch die Macht des schlechten Gewissens. Und ich sag, pfff. Und er sagt, ich spüre diese Macht stark in dir. Ich sag, nö, spüre ich gar nicht. Doch dann sagt er, es könnte auch sein, dass die Patientenfamilie eine Familie ist, die Mittel und Wege findet, dich zum Schweigen zu bringen. Das hat mich dann überzeugt, okay. Also, zurück zur wissenschaftlichen Recherche, zurück zu Wikipedia. Da war doch noch irgendwas, genau. Verformen. Man kann keine Kraft auch messen, indem man etwas verformt. Und als guter Wissenschaftler muss man gar nicht so weit gehen. Man muss sich nur das Beispiel von eben nur ganz genau angucken. Und da sehen wir hier eine hervorragende Verformung. Ja? Auch hier, wunderbar. Ja? Klassiker vom Boxen darf nicht fehlen. Und wenn wir sowas Tolles haben, eine super Slow-Mo, können wir uns das auch ganz genau ansehen. Eine Hand, ein Gesicht, eine Verformung. Das Wissenschaftlerherz hüpft und jubiliert. Doch wiederum bremste mich mein Chef ein. Und er meinte, du, wenn du schon sowas hast wie Super Slow-Mo, du willst doch gar nicht wissen, ob sich was verformt. Du willst wissen, ist der Ball vor oder hinter Linie? Klar, 66, 2010 war der Ball vor der Linie. Und zweites Problem, im Körper ist es dunkel, da können wir gar nicht mit Video filmen. Also müssen wir was anderes nehmen, wir nehmen einen Dehnmessstreifen. Dieser Dehnmessstreifen ist in Wirklichkeit nicht so groß, sondern so klein. Und er misst mikrometergroße Verformungen im Implantat. Den bauen wir da ein, machen das Implantat zu und das Ganze geht ab in den Patienten. So, ich habe jetzt das Schulterprojekt betreut. Und eine ganz typische Alltagsbewegung habe ich mal mitgebracht. Auch da wiederum eine kleine Requisite, wie sich das gehört. Wenn Sie eine Flasche, so wie diese, einem ausgestreckten Arm halten, dann wirken 120% des Körpergewichtes auf Ihre Schulter. Da staunt der Laie. Der Experte wundert sich nicht ganz so viel, denn für den Ingenieur ist es ganz klar, das Ganze wirkt ungefähr wie eine Wippe. Die Wippe für den Ingenieur, na gut, die sieht natürlich nicht so bunt aus, sondern so. Aber vom Prinzip ist genau das Gleiche. Wir haben hier am langen Hebel wirkt diese Flasche mit ihrer Gewichtskraft, am kurzen Hebel wirken hier die Muskeln am ganz kurzen Hebel und die ziehen dagegen, damit die Flasche nicht runterfällt. Das will ja keiner. Und beide Kräfte summieren sich zur Gelenkkraft. Soweit so klar. Was wir aber auch sehen ist, wenn wir die Flasche jetzt dichter zum Mund führen, verringern sich die Hebelarme und damit alle Kräfte. Was lernen wir daraus? Trinken ist besser als anstoßen. Können wir heute alles mal ausprobieren, ja? Und was das Wissenschaftlerherz dann noch mehr jubilieren lässt, ist, wenn die eigene Wissenschaft Eingang in den Alltag findet. Neue Trends sieht man, Downsizing in der Autoindustrie, auch bei uns sehen wir das, kleinere Gläser, weniger Belastung, dann der Trend zum Zweitglas, auf mehrere Schultern verteilen, aber es dauert halt in bestimmten Regionen länger, ja, die haben es noch nicht gelernt da unten, ja, ist zu weit weg von uns. Das könnte aber auch daran liegen, dass da unten es Menschen gibt mit Vorbildcharakter, die es halt schlecht vormachen. Ja, hier große Gläser, lange, große Flaschen, lange Hebelarme. Kein Wunder, dass das dann zensiert wird. Ja? Gut, jetzt kommen wir zum Knie und Hüfte. Und Knie und Hüfte ist ganz logisch, sind mehr belastet als die Schulter. Ganz einfach, warum? Weil die wenigsten so elegant auf ihren Händen laufen wie diese junge Dame. Ja, Sie sehen schon, optisch geht es ein bisschen bergauf. Und das hier ist dann mal eine Live-Messung von uns. Das ist ein Kniepatient, der geht erstmal wie bestimmungsgemäß auf seinen Beinen. Und da messen wir beim normalen Gehen so 2,5- bis 3-faches Körpergewicht. Wenn er anfängt zu joggen, geht das hoch bis zum 5-fachen Körpergewicht. Für alle Mathematikasse bei einem 100 Kilo Patienten ist das ungefähr eine halbe Tonne, die da wirkt. Und wenn wir das machen über eine längere Zeitraum, entsteht durch Reibung, Bewegung natürlich Reibung. Und was entsteht durch Reibung? Verschleiß, Wärme, manche sagen schwarze Röllchen, aber stimmt es, Wärme. Und wir haben in diesen Prothesen auch Messsensoren drin für die Temperatur und wir haben 43 Grad gemessen in der Hüfte nach einer Stunde Joggen. Das ist für jeden, der ein Fieberthermometer kennt, natürlich eine Temperatur, die nicht unbedingt gesund ist. So, jetzt haben wir ja gehört, wir haben Leute von der Fachpresse hier oder vom sogenannten Wissenschaftsjournalismus, der sich auf diversen Privatsendern dann freut,
Und er freut sich natürlich immer über Rekordbelastung. Will wissen, was ist das Höchste, was ihr je gemessen habt? Und das war dieser junge Mann mit seinen 85 Lenzen, springt hier relativ sportlich die Treppe hoch, er stolpert dabei. Und dabei sehen wir, das 7- bis 9-fache Körpergewicht belastet die Hüfte. Wiederum kurze Rechenaufgabe, knapp eine Tonne. Ist natürlich nicht gesund, aber in dem Fall verhindert es halt dadurch, dass alle Muskeln um die Hüfte herum alles anspannen, dass eine Hüfte luxiert. Und wer das von der Schulter kennt, eine luxierte, ausgekugelte Hüfte, der will gar nicht wissen, wie das bei der Hüfte ist. Sehr schmerzhaft und sehr, sehr ungesund. Also, kleine Zusammenfassung. Das Radfahren ist total super. 1,5-faches Körpergewicht. Gehen, 2- bis 3-faches Körpergewicht. Auch noch okay. Treppe steigen nicht so gut. 3- bis 4-faches Körpergewicht. Joggen, 5-faches Körpergewicht. Stolpern, 9-faches Körpergewicht. Und auch hier sehen wir, es hat Folgen. Ich persönlich natürlich bin umgezogen nach Münster. Warum? Münster ist die Fahrradstadt, Fahrradfahren ist super, wird alles auf dem Fahrrad gemacht, perfekt. Aber auch in der großen Politik, bei den Menschen, die Vorbildcharakter haben, sieht man diese Trends. Manche Leute ziehen aus großen Häusern, viele Treppen, viel Stolpergefahr. In kleine Häuser, weniger Treppen, weniger Stolpergefahr, sehr gut. Ja? Aber auch hier schlechte Vorbilder. Im hohen Alter viel am Joggen. Begibt sich auf abenteuerliche Fährte, stolpert durch die Gegend. Aber es könnte auch daran liegen, dass diese Menschen einfach wenige wissenschaftliche Fachliteratur lesen. Ja? Und sie gehen halt auch nicht zum Science Slam. Da können sie sowas nicht lernen. Das ist ganz logisch. Also, wenn Sie schon Implantate haben, ich habe gesehen, ein paar aus der Generation Kundschaft ist schon hier. Ja, dank Ihrer Krankenversicherung kommen Sie zu uns. Nein, dank Ihrer Krankenversicherung kommen Sie zu uns, fast kostenlos, reparieren wir tauschen aus. Aber wie anfangs schon gesagt, wir müssen als Ingenieure sagen, das Original ist bei weitem noch viel, viel besser als das, was wir als Kopie herstellen können. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie solche interessanten Messungen weiterhin sehen wollen, gehen Sie auf unsere Homepage, da können Sie was runterladen und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Peter Westerhoff. Peter Westerhoff, der Mann für die inneren Werte.